Recht herzlich willkommen zur Top 10 Show, liebe Zuschauer. Wir haben ganz einfach mal in die Statistik hineingeschaut und uns mal angesehen, was gefällt unseren Zuschauern denn eigentlich, was wird momentan verstärkt bestellt. Und gerade der Bereich Haushalt ist natürlich in den Zeiten, wo man ganz einfach viel zu Hause ist, sei es pandemiebedingt oder wetterbedingt oder wie auch immer, natürlich ein ganz entscheidendes Thema. Und deswegen haben wir uns heute mal die Top 10 aus dem Bereich Haushalt herausgesucht. Und wir starten natürlich mit Ihrem Platz Nummer 10. Und Platz Nummer 10 ist etwas, was meines Erachtens auch definitiv in die Top 10 reingehört, weil wir alle ein Stück weit gerade auch in diesem Sommer von diesen Plagegeistern einfach nicht verschont bleiben. Es geht um das Draußenlassen von Mücken, von Fliegen, von Spinnen, von allem, was da kreucht und fleucht oder in der Luft fliegt. Und das kann so einfach sein, da in seinen eigenen vier Wänden seine Ruhe zu haben, oder Anne? Ja, das ist ein selbstschließendes Fliegennetz. Zum Beispiel für Balkontüren oder zum Beispiel für Terrassentüren. Ne? Die hat man ja im Sommer ganz gerne mal auf. Und wenn man dann aber trotzdem mal die Tür auflässt, dann hat man auch gleich mal ein paar Fliegen, ein paar Mücken, ein paar Wespen in der Wohnung, obwohl die da nicht reingehören. Und jetzt haben wir hier so ein selbstschließendes Fliegennetz. Das heißt, oder erst schauen wir uns mal die Anbringung an. Mit Hilfe von kleinen Klettverschlüssen bringt man das hier an. Ja, also man muss auch nichts bohren oder irgendwie Nägel da reinhauen. Braucht man gar nicht machen. Also es ist auch rückstandslos wieder zu entfernen. Das finde ich auch ganz toll, gerade wenn man zur Miete wohnt. Also das Montagematerial ist auch alles dabei. So hängt man das hier ein. Oben drüber ist noch so eine Zierbordüre. Die finde ich besonders schön. Also sehr, sehr edel gemacht. Genau. So, und jetzt kannst du hier ganz bequem, selbst wenn du die Hände voll hast, mit einem Tablett oder einem Wäschekorb, kannst du durchgehen. Und zack, pass auf, durch diese Magneten schließt dieses Fliegennetz automatisch. Die geht ja von selber wieder zu. Genau, weil häufig ist das Problem, du gehst durch, hast die Hände voll und vergisst die Tür zuzumachen. Die Fellnasen verstehen das auch ganz schnell. Also auch Hunde, Katzen gehen da durch. Ich finde das toll, weil du hast diese Frischluftzirkulation, frische Luft kommt rein. Ja. Aber die Fliegen und Spinnen und Insekten bleiben draußen. Das ist doch toll, oder? Ja, und das gerade jetzt im Sommer, wenn es draußen so warm wird, es steht jetzt also auch schon wieder, stehen jetzt auch schon wieder tropische Nächte und dergleichen an. Ja, und da möchtest du ganz einfach mal die Balkontür ganz einfach mal auflassen, die Terrassentür mal auflassen. Ja, klar. Aber du möchtest natürlich vermeiden, dass gerade dann, wenn du vielleicht drinnen mal ein Licht anmachst, die ganzen Mücken reinkommen, die ganzen Fliegen reinkommen, noch schlimmer die Spinnen. Ja, da glaube ich, gibt es den einen oder anderen, der das ganz gerne vermeiden möchte. Und da ist so ein selbstschließendes Fliegennetz oder Fliegengitter, wie auch immer Sie es nennen möchten, ganz einfach eine ganz tolle Angelegenheit. Das schließt automatisch über die Magnete, oder? Genau, es schließt automatisch durch Magnete und ist für alle gängigen Türen, Terrassentüren, Balkontüren geeignet. Also hier sieht man nochmal, wie einfach das geht. Und wie gesagt, das Montagematerial ist für Sie mit dabei. Ne, so Klettverschluss muss man auch nichts bohren. Also ich finde, für den Preis muss man echt zugreifen. Und ja, Mücken, also ich weiß, die können echt den ganzen Sommer versauen. Ne? Und das für 13,29 Euro ist natürlich ein Hammer. Ja, und das für gerade mal 13,29 Euro immer wieder verwendbar und vor allen Dingen rückstandsfrei wieder zu entfernen, wenn Sie ausziehen oder wenn es in den Winter hineingeht. Und Sie dieses Fliegengitter dann vielleicht für einige Wochen, einige Monate nicht mehr brauchen werden. Bestellen Sie mal hierfür, für Ihren Platz Nummer 10, das selbstschließende Fliegennetz. Für die Türen in der Farbgebung schwarz mit dieser schicken Bordüre ist die Bestellnummer NC8846 und die 569 und die 569. Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers liegt übrigens hier bei locker 30 Euro. Sie sind hier bei einem Preis von unter 14 Euro angekommen. Das ist also wirklich mal ein fulminanter Start in die Top 10 der Haushaltshelfer hier bei Pearl TV. Und genau auf diesem Niveau möchten wir natürlich auch weitermachen. Wir möchten, dass Sie Ihr Zuhause genießen können. Und das schaffen wir ganz sicher mit Platz Nummer 9. Ja, mit Platz Nummer 9 bleiben wir noch mal einen ganz kurzen Moment beim Thema Insekten bzw. dessen, was man tatsächlich vielleicht lieber nicht haben möchte. Das sind Mücken, das sind Schnaken, das ist alles das, was da durch die Luft fliegt. Das setzt sich natürlich auch ganz gerne mal auf die Lebensmittel drauf und das möchte man nicht. Dabei kann es tatsächlich so einfach sein, auch mal Mücken oder Fliegen zu entfernen, wenn sie schon in der Wohnung drin sind. Und dafür gibt es diese tollen UV-Insektenvernichter. Ne? Das ist was ganz Tolles, weil normalerweise hat man ja diese Klebstreifen, die dann von der Decke hängen. Die kennst du vielleicht auch, und man stellt irgendeine Flüssigkeit auf, die furchtbar stinkt. Das ist hier ganz, ganz hygienisch. Und zwar, das ist ein Insektenvernichter, den hängt man auf. Und da sehen Sie jetzt hier eine UV-Röhre. Dieses UV-Licht lieben Insekten. Die werden jetzt angelockt und dann krabbeln die hier rein. Und durch dieses Hochspannungsgitter werden sie
sofort geröstet. Also das ist ein ganz kurzer, schmerzloser Tod. Sehr hygienisch, riecht nicht sehr sauber. Hinterher kann man die natürlich auch ganz leicht entsorgen. Also das geht super schnell, es ist klein, es ist unauffällig und man kommt mit diesen Tierchen nicht in Berührung. Also man muss sie jetzt nicht an der Wand zerschlagen, da hat man einen Matschfleck oder einen Blutfleck, ne, oder muss irgendwas aufhängen, aufstellen, was unschön aussieht, wo die dann ewig noch da rumkrabbeln und leben. Ist ja auch nicht schön für das Insekt. Ne? Und das geht hier ganz, ganz schnell und ist super sauber. Ich habe mal gesagt, ich habe lieber ein kurzes Bzzzt als ein langes. Ja, liegt bei 11,39 Euro und wird Ihnen so manche schlaflose Nacht mit Sicherheit, ersparen. Sie kennen das, haben Sie eine Mücke im Schlafzimmer, machen Sie die nächsten 2-3 Stunden kein Auge mehr zu. Genau dieses Geräusch meine ich. Das ist grauenvoll. Und immer damit das Licht anmachen und schon wutentbrannt aufspringen, zum Schlappen greifen, und versuchen, das Vieh zu erwischen, ist es dann doch irgendwo hinterm Schrank oder unterm Bett verschwunden. Furchtbar. Fürchterlich. Und ein Mückenstich, kann dich locker mal 2-3 Tage beschäftigen. Da macht es natürlich Sinn, ganz einfach mal zu Hause so einen Insektenvernichter aufzustellen. Kann man ungefähr sagen, bis zu welcher Raumgröße das geeignet ist? Ja, für Räume bis zu 20 Quadratmeter. Wenn Sie jetzt größere Räume haben, können Sie natürlich auch mehrere hinhängen. Ist gar kein Problem, ne? Also gerade so jetzt da, wo man auch schläft, ne? Auch Schlafzimmer oder da, wo man essen möchte in Ruhe. Das ist ja nicht nur für Mücken, das ist für alle Fluginsekten. Also auch für diese Schnaken, diese ekelhaften Tierchen mit den ganz, ganz langen Beinen. Oder vielleicht auch mal diese Fliegen, die vorher irgendwo auf einem Haufen von einem Tier gesessen haben. Die grünen also und die blauen, appetitlich. Alle Fluginsekten, nicht nur für die ekelhaften Mücken. Ja, also wirklich für alles das, was in der Luft fliegt, was Sie schon in der Wohnung haben, das, was man eben nicht verhindern konnte, hat man jetzt hier eine vernünftige Falle. Die Insekten werden ganz einfach über das UV-Licht angelockt und dann kommt ein kurzes Bzzzt und dann sind sie durch. Wenn Sie schon mal im Sommer eine Melone oder sowas aufgeschnitten haben, einen leckeren Fruchtsalat gemacht, ist eine richtig leckere Angelegenheit. Ich habe momentan Fruchtfliegen, das hast du noch nie gesehen. 5 Minuten später, man glaubt gar nicht, wo die herkommen. Ich frage mich immer, wie geht denn durch die sowas? Hitze kommen die. Ich habe ein Obstkörbchen, du siehst den Apfel nicht mehr, weil da so viele Obstfliegen sind. Das ist momentan richtig ekelhaft und je mehr Obstfliegen, desto schneller schlecht wird ja auch das Obst. Also, man mag es gar nicht bis zu Ende denken, aber ich fürchte, man ist erwachsen genug, um dagegen ganz einfach etwas zu tun. Und das gerade mal für 11,39 Euro. Das ist ein fantastisches Mittel, um lästige Fluginsekten loszuwerden, wenn sie denn schon in der Wohnung drin sind. Gerade im Lebensmittelbereich, gerade in der Küche oder natürlich auch noch schlimmer im Schlafzimmer sollte das ein Must-Have sein. Und das ist es offensichtlich auch, weil unsere Kunden gerade diese Insektenvernichter momentan verstärkt nachfragen und gerne bestellen. Bestellnummer für Platz Nummer 9 für unseren hochwirksamen UV-Insektenvernichter ist die NC8530. Und die 569, keine 12 Euro. Und Sie haben einfach wieder Ruhe. Platz Nummer 10, Platz Nummer 9 waren schon sehr spektakulär. Da ging es um Insekten. Wir machen noch einen kleinen Schritt in diese Richtung und haben noch einen nützlichen Helfer in der Bekämpfung dergleichen mit Platz Nummer 8 für Sie. Nicht jedes Insekt ist in der Luft unterwegs. Mücken und Fliegen, glaube ich, haben wir gerade mit unserem UV-Insektenvernichter schon ganz ordentlich eingeheizt. Oder werden Sie das vielleicht in der Zukunft auch tun? Wenn Sie aber kleine Krabbeltierchen haben, kleine Käferchen oder noch schlimmer diese Spinnen, 8 Beine, weiß ich nicht, wie viele Augen, die irgendwo hinterm Sofa auf ihren Einsatz lauern, ist dieser Sauger genau das Richtige, was man haben möchte. Wenn tatsächlich mal eine dicke Spinne irgendwo schnell, wie sie sind, hinterm Sofa oder hinterm Bett verschwindet. Ich mache persönlich kein Auge zu, wenn ich weiß, das Tierchen ist noch im Raum. Geht mir genauso. Das ist ein Insekten- und Spinnensauger. Und das ist was ganz Tolles, ist der verlängerte Arm. Das heißt, Sie müssen auch gar nicht mit dem Tierchen in Berührung kommen. Jetzt kann man das auf zweierlei Art und Weise nutzen. Entweder man saugt es ein und vernichtet es. Oder Spinnen, ich weiß, Nutztiere, keine Frage. Dann saugt man die ein und macht hier diesen Stopfen drauf und kann sie dann wieder rauslassen. Also dann einfach in einem gewissen Abstand, zack, einmal rausschütteln. Ja? Und das ist was ganz, ganz Tolles. Funktioniert für Spinnen, funktioniert für kleine Käferchen. Ne? Da gibt es ja auch zigtausend Sorten von Käfern. Ja. Für Fliegen, für Fluginsekten, alles Mögliche. Und das ist eben das Tolle. Ne? Man hat hier noch ein kleines Lämpchen. Ja. Das heißt, man kann die auch dann in der Nacht suchen, diese kleinen Tierchen. Und das ist eben das Tolle. Also finde ich ganz Tolles, wie gesagt, der verlängerte Arm auch. Man kommt mit den Tieren nicht in Berührung und ich glaube, wir fürchten uns alle, also es ist nicht fürchten, aber man ekelt sich einfach davon. Ja. Allein so ein kleiner Weberknecht, ich weiß, das sind Nutztiere, die gibt es ja auch momentan zuhauf in den Hauswinkeln, das ist so
ekelhaft. Also wie kann ein Tier nur so hässlich sein, denke ich mir jetzt mal. Aber ich weiß, es sind Nutztiere. Dann saugt man die einfach auf, stopfen drauf, lässt sie wieder frei und sie haben Ruhe. Ja, ganz genau. Und Sie kennen das wahrscheinlich, haben Sie auch ein typisches Glas zu Hause und irgendwo eine Postkarte oder irgendwas Stabiles, ja, was man dann dazwischen schiebt. Mit dem Glas drüber, irgendwas, eine Zeitschrift oder sowas oder am besten eine Postkarte. Und dann bringt man die Tierchen wieder raus. Da muss man aber ganz schön nah dran. Und bis zu einer gewissen Größe habe ich kein Problem mit Spinnen. Ich sage also alles ab so 2 Cent oder 5 Cent Stück Größe. Da wird es dann schon langsam, also auch bei mir als Mann, mitunter schon eine kleine Überwindung, um da also näher dran zu gehen. Das Problem haben Sie mit diesem Insektensauger ganz einfach nicht. Der ist verlängert, ist irgendwie verlängerter Arm. Das heißt, Sie können einen entsprechenden respektvollen Abstand einhalten und das Tierchen ganz einfach einsaugen. Sie entscheiden dann bitte Daumen rauf oder Daumen runter, ob das Tier vernichtet wird und damit getötet oder ob es ganz einfach eingesaugt wird. Stopfen drauf und dann bringen Sie es ganz einfach raus. In einem vernünftigen Abstand klopfen Sie es dann wieder ganz einfach raus. An dunklen Stellen haben Sie eben noch ein Licht zur Verfügung und das macht diese ganze Geschichte natürlich noch mal richtig ordentlich rund. Wird gerne und viel bestellt an dieser Stelle, weil man natürlich gerade mit Krabbeltierchen unterm Sofa, hinterm Schrank und dergleichen doch häufiger zu kämpfen hat, als einem das lieb ist. Hier haben Sie ganz einfach die Möglichkeit, das Tierchen einzusaugen. Da gibt es wenig, was die Tiere dem entgegensetzen können. Ist in wenigen Tagen wieder lieferbar, Sie haben es gesehen, und liegt hier bei einem sehr, sehr günstigen Preis. 18,04 €. Nämlich bei unter 19 Euro, nämlich bei 18,04 €. Damit haben Sie Ruhe. Das ganze gute Stück wird mit Batterie betrieben. Das heißt, das ist also immer wieder entsprechend mit Energie zu versorgen. Und das ist quasi Ihre Waffe, Ihre Eintrittskarte gegen diese lästigen Krabbeltierchen, die gerne mal irgendwo hinterm Sofa oder hinterm Schrank verschwinden und des Nächtens auf Sie zugekrabbelt kommen und wundern, was mit Ihnen anstellen. Man mag es nicht bis zu Ende denken. Die Bestellnummer hierfür ist die NX5748 und die 569. Jetzt aber erstmal genug mit Insekten, deren Vernichtung oder deren Austreibung aus ihren eigenen vier Wänden. Jetzt wenden wir uns mal einem angenehmeren Thema zu, mit Platz Nummer 7. Wir hatten schon einige richtig heiße Tage, einige richtig schweißtreibende tropische Nächte. Und wenn man den Wettervorhersagen Glauben schenken mag, und das tun wir natürlich, dann stehen uns in den nächsten 2-3 Wochen noch einige heiße Tage und vor allem auch einige heiße Nächte bevor. Jetzt haben Sie natürlich unseren Top-Platz 7 schon einige Male in anderen klassischen Präsentationen gesehen und sich wahrscheinlich deswegen auch zahlreich dafür entschlossen. Eine wunderschöne Kombination aus Deckenlampe und Ventilator. Der sieht richtig schick, ist richtig robust. Kann ich verstehen, Anne, dass unsere Kunden da gerne zugreifen. Das ist was ganz, ganz Besonderes. Also es ist nicht nur ein reiner Deckenventilator, es ersetzt auch gleichzeitig noch Ihre Deckenleuchten. Und das ist eben das Tolle. Du hast zum einen die Möglichkeit, dir frische Luft zaubern zu lassen. Ich empfehle, hängen Sie es übers Bett, gerade wenn es da mal richtig heiß wird. Oder vielleicht auch im Büro, wo Sie es nutzen möchten, oder in der Küche. Sieht super schick aus, 30 cm Durchmesser. Aber man kann den auch noch in der Farbe verändern. Man kann warmweiß nutzen, also wenn man es gemütlicher haben möchte. Ja. Man kann aber auch neutralweiß nutzen oder tageslichtweiß, wenn man auch mal was lesen möchte. Ne, das kennen Sie vielleicht auch, wenn man dann doch noch mal ein Buch lesen möchte abends. Und das ist jetzt hier eben das ganz Tolle. Außerdem haben wir hier auch noch einen Timer mit bis zu 4 Stunden. Ist natürlich ganz interessant, wenn Sie zum Beispiel sagen, ich möchte damit auch also im Bett liegen, ne, und möchte schlafen. Da kann ich das nutzen. Muss ich die ganze Nacht laufen, ne? Genau. Oder aber auch 3 Geschwindigkeitsstufen, die man hier einstellen kann. Also das von ganz sanftem Wind bis sehr starkem Wind. Und man kann das auch alles separat einstellen. Sie können entweder nur das Licht nutzen oder nur den Ventilator oder alles beides zusammen. Gibt es so einen schönen Luftkegel, sagt man. Also vom lauen Lüftchen bis hin zur steifen Brise, würde der Norddeutsche wahrscheinlich sagen. Ist ja alles grundsätzlich möglich. Und das Schöne ist, Sie können natürlich auch dann im Winter, wenn Sie es vielleicht nicht unbedingt nutzen möchten oder vielleicht nicht auch unbedingt die Wärme im Raum verteilen wollen, viele machen das ja gerade mit der Hilfe eines Ventilators, auch ganz einfach das Deckenlicht zuschalten. Ihnen ist eben im Zuspieler aufgefallen, dass hier natürlich auch eine gewisse Oszillation zuschaltbar ist. Und das passiert hier, indem wir ganz einfach dieses kleine Gitternetz jetzt hier zum Bewegen bringen. Das heißt, es verteilt diese angenehm kühle Brise, egal ob leicht, mittel oder eben stark,
auch hervorragend im ganzen Raum. Ist eine ganz, ganz angenehme Angelegenheit und sieht auch richtig toll aus. Ist Vollstahl natürlich und im Winter haben Sie natürlich hier auch noch mal eine tolle Möglichkeit, das Gerät einzusetzen. Genau. Kann also ohne weiteres hängen bleiben, denn hier geht es um Luftverteilung. Wenn Sie im Winter jetzt warme Heizungsluft haben und die ganz einfach vermischen möchten mit der kalten Umgebungsluft, können Sie das mit so einem Ventilator ganz hervorragend machen. Ist natürlich deswegen schon klasse, weil man damit auch bares Geld spart, weil die Strom- und die Energiepreise sind ja nur doch ein bisschen angezogen jetzt hier und das wird in der Zukunft nicht weniger werden. Sehr interessant übrigens auch gerade, dass unsere Insektenvernichter, egal in welcher Art, natürlich vom Fliegennetz bis zum UV-Insektenvernichter und natürlich auch der Sauger ganz hervorragend ankommen bei Ihnen. Wir sind mitten in der Phase oder in der Jahreszeit, wo viele Insekten eben auch ganz gerne mal den Weg nach drinnen suchen und leider eben auch mitunter finden. Der Tobias hat zugegriffen, eine gute Entscheidung und viel Glück im Bekämpfen der nervtötenden kleinen Insekten, die wir da haben. Ein schönes Teil. Kommen wir wieder auf unseren Ventilator-Deckenbeleuchtung zu sprechen. Der ist richtig und vor allem ist er sehr leise, ne? Der ist sehr, sehr leise. Deswegen wird er auch gerne im Schlafzimmer eingesetzt. Ne? Ja. Also viele sagen dann, ich kann nicht schlafen, ich leide richtig unter der Hitze. Da kann man die eben auch super dafür einsetzen. Und die sind ja normalerweise unfassbar teuer, solche Deckenventilatoren. Ja, die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers liegt hier bei 200 Euro. Und jetzt für diesen Wahnsinnspreis. 113,99 Euro, liebe Zuschauer. Das ist Spitzenklasse. Sie können natürlich auch eine Voreinstellung wählen. Das heißt, wenn Sie zu Hause, wenn Sie das Ganze gegen die Deckenbeleuchtung austauschen, können Sie es auch so einstellen, dass Sie dann, wenn Sie den Kippschalter jetzt hier zum Licht anmachen, bestätigen oder ganz einfach anmachen, dann geht Ventilator oder Licht an in der Farbgebung Ihrer Wahl, in der Stärke Ihrer Wahl natürlich. Das heißt, Sie können das so vorinstallieren, dass eine bestimmte Grundeinstellung dann gemacht wird. Alles andere können Sie dann gerne auch jederzeit über die mitgelieferte Fernbedienung so einstellen, wie Sie es in dem Moment haben möchten. Das ist ein wunderschönes Teil, habe ich an anderer Stelle auch hier und da mal gesehen. Weder in dieser Qualität noch zu diesem Preis habe ich es allerdings sehen können. Wir reden hier von 113,99 Euro. Ist ein wunderschönes Accessoire. Schauen Sie sich das Bild da drunter mal an. Wertet jeden Wohnraum allein optisch schon auf. Ist richtig wertlich gemacht aus Vollstahl mit dem Ventilator, mit den drei verschiedenen Helligkeitseinstellungen jetzt hier, mit den drei verschiedenen Lichtfarben. Das Ganze fernbedienbar. Also für den Satz eine echte Kaufempfehlung. Kann ich verstehen, dass Ihnen der gut gefallen hat. War übrigens auch lange Zeit ausverkauft, wenn ich mich da noch richtig dran erinnere. Mit der Bestellnummer NX6438 und die 569 bekommen Sie unseren 2-in-1 Deckenventilator / Deckenbeleuchtung zu einem absoluten Spitzenpreis. Ich hatte Ihnen versprochen, dass wir uns ein Stück weit mit angenehmeren Themen beschäftigen. Wir werden natürlich jetzt auch das Thema kühle Luft aufgreifen, denn auch das ist immer wieder ein Thema bei unseren Kunden mit Platz Nummer 6. Sie können sich vorstellen, dass bei heißen Temperaturen unsere Verdunstungsluftkühler ganz, ganz hoch im Kurs ist. Bei dem, den wir Ihnen jetzt Platz zeigen möchten, auf Platz Nummer 6, haben wir ein wunderschönes Modell, leistungsstark, trotzdem verbrauchsarm. Und der ist auf speziellen Kundenwunsch entstanden. Ja. Speziell die Farbe, die Verdunstungsluftkühler kennen wir schon was länger. Aber auch der hier ist natürlich mit einer Technik ausgestattet, bei der man ganz klar sagen muss, die neue Liga der Kühltechnik. Das ist wirklich was ganz Besonderes. Ihnen ist ja auch aufgefallen, Kristen hat den hier einmal eben reingerollt. Der ist zwar recht groß, aber trotzdem leicht in der Handhabung. Jetzt schalte ich ihn mal ein, da fällt einem schon die erste große Besonderheit auf. Natürlich hier diese schicke Blende. Die dient dazu, dass die Lamellen natürlich für Staub geschützt sind, wenn Sie das Gerät nicht nutzen. Dann fällt dir, und das hast du ja ganz kurz auch schon erwähnt, die Farbe. Die ist auf Kundenwunsch entstanden. Dieses schicke Anthrazit. Wir haben ja bisher nur weiße Verdunstungsluftkühler im Sortiment gehabt, aber hier haben wir unser anthrazitfarbenes Modell. Verdunstungsluftkühler, was bedeutet das? Dieser Verdunstungsluftkühler sorgt dafür, dass Sie sich im Sommer angenehm erfrischen können. Sie können sich direkt davor setzen, Sie können es mit auf den Balkon nehmen, Terrasse, egal wo. Liegt daran, weil wir hier mit einem natürlichen Verdunstungsprinzip arbeiten. Kleines Beispiel, Sie sind im Urlaub. Es ist unfassbar heiß, Sie hüpfen ins Meer, kühlen sich ab, kommen raus und durch diesen Wind hat man so eine angenehme Kälte auf der Haut. Ne? Kinder, sagt man, zieh dich um, trockne dich ab, damit du dich nicht erkältest. Wir Erwachsene erkälten uns dann natürlich nicht. So, und jetzt haben wir hier aber noch einen Zusatzschmankerl mit, nämlich es ist ein Verdunstungsluftkühler mit eingebautem Peltier-Element. Bedeutet, dieses Peltier-Element sorgt dafür, dass das Wasser im Wassertank permanent um bis zu 8 Grad heruntergekühlt wird.
gegenüber der Umgebungstemperatur. Bedeutet ein noch größerer Wirkungsgrad. Das ist doch genial, oder? Das ist absolut genial. Das heißt, hier wird quasi vorgekühltes Wasser noch mal in dieser Wabenstruktur verdunstet. Ja. Zusätzlich Energie und Wärme entzogen. Das heißt, die gekühlte Luft, die vorne rauskommt, ist tatsächlich noch mal um ein Vielfaches abgekühlter als bei einem klassischen Verdunstungsluftkühler ohne Peltier-Element. Und jeder, der das vielleicht im letzten und in diesem Jahr schon genießen durfte, wird uns das bestätigen können. Das ist ein absoluter Hochgenuss. Ich muss zugeben, für mich persönlich, ich kann nur von mir persönlich sprechen, vielleicht sehen Sie es anders, vielleicht sehen Sie es auch genauso. Für mich persönlich kommt das Leistungsspektrum dieses Verdunstungsluftkühlers ohne weiteres an das Leistungsspektrum einer schwachen Klimaanlage dran. Ja, wobei so ein Gerät niemals einen ganzen Raum runterkühlt. Das ist wirklich ein, ich sage aber ganz gerne, Privatvergnügen oder ein Vergnügen für die ganze Familie, weil der Luftzug so angenehm ist, in dem Sie da sitzen. Kann ich den nur drinnen verwenden? Oder nein, der ist wirklich auch für den Außenbereich geeignet, da man ja hier, Achtung, kein Abluftschlauch hat, kann ich den natürlich auch Balkon hinstellen, Terrasse, Garten, ne? Wenn man mal die Gartenarbeit macht, wenn man grillt, wenn die Kinder im Sandkasten spielen, ist das sehr, sehr hilfreich. Mhm. Dann haben Sie hier im oberen Bereich noch ein eingebautes Thermometer, was ich auch interessant finde, kann ja nie schaden zu wissen, wie viel Grad gerade sind. Ja. Und es ist ein Ganzjahresgerät, denn wir haben hier noch einen eingebauten Ionisator. Sprich, Ihre Raumluft wird angereichert mit wertvollen Anionen. Anionen findet man mehr in einer sehr großen Konzentration im Wald zum Beispiel vor. Oder nach einem Regenguss, nach einem Gewitter, da riecht die Luft richtig frisch. Und das macht dieser Ionisator und er eliminiert Gerüche. Ne, brauche ich im Sommer nicht erzählen, da schwitzt man vielleicht auch mal ein bisschen, dann mockert es ganz unangenehm. Oder wenn man gekocht hat, ja, da kann man den dann überall einsetzen. Du kannst ihn überall hinrollen. Für die Kinder ist es auch vollkommen toll, ne, wenn die spielen, weil die schwitzen ja auch. Also da profitiert jeder davon, selbst die Haustiere. Und es ist ein ganz, ganz modernes Design. Endlich mal in Grau. Mir gefällt er ja auch persönlich am besten. Also das ist auch mein Highlight dieses Jahr. Ich hoffe, Sie lassen mir noch einen übrig, weil ich habe nämlich gelesen, dass es schon ab nächster Woche wieder ordentlich heiß werden soll. Ja, der Fokus schreibt. Das ist ein sehr interessanter Artikel, heute Mittag noch veröffentlicht. Also da wird von der nächsten Hitzeperiode, von der nächsten Hitzewelle gesprochen. Und das nicht so, wie wir es in den letzten 2-3 Wochen hatten, immer nur für 1-2 Tage, sondern wirklich für die nächsten 3 Wochen. Bedeutet wieder Temperaturen, die uns den Schweiß auf die Stirn treiben. Temperaturen, die tropische Nächte versprechen. Das heißt also alles aber nicht unter 20 Grad. Das bedeutet, wir wälzen uns wieder von einer Seite auf die nächste und wissen gar nicht mehr, wohin mit der ganzen Hitze. Deswegen seien Sie vorbereitet. Und dieses wunderschöne Modell steht kurz vor dem Ausverkauf. Deswegen da bitte auf jeden Fall zugreifen. Ist ein äußerst beliebtes Modell, eine Neuheit in diesem Jahr, auch in diesem Design. Natürlich hier bei uns bei Pearl TV. Gerade dieses Grau, viele Einrichtungsstile gehen in diese Richtung. Hellgrau, dunkelgrau, sieht topmodern aus und ist wirklich sehr leistungsstark. Dabei so unglaublich verbrauchsarm, gerade mal 200 Watt, den kannst du mehrere Stunden laufen lassen und stellst das gar nicht wirklich fest auf der Rechnung. Wir sind bei 284,99 Euro und dieses tolle Gerät liefern wir Ihnen natürlich Porto und versandkostenfrei bis direkt vor die Haustür. Nicht nur für diesen, sondern auch für die nächsten Sommer, denn ich fürchte, das ein oder andere Hitzekapriolchen werden wir auch in den nächsten Jahren noch ertragen müssen. Greifen Sie zu, solange wir noch welche haben davon. Also dieses Grau ist wirklich mal etwas sehr, sehr Außergewöhnliches. Gering im Verbrauch und richtig leistungsstark und nicht umsonst die neue Liga der Kühltechnik, weil dieses tolle Peltier-Element noch vorgestellt ist. Das heißt, die angenehm gekühlte Luft, die Sie erfrischt, ist hier noch etwas angenehmer als bei den klassischen Verdunstungsluftkühlern. Mit der ZX7002 und die 569 sollten Sie bitte möglichst schnell zugreifen. Ich finde persönlich ein würdiger Platz Nummer 6. Ja. Wir schauen uns mal an, was auf Platz Nummer 5 gelandet ist. Alles, was Kühlung verspricht, alles, was Kühlung garantiert, wird natürlich seit einigen Wochen, eigentlich seit dem Frühjahr, wo die ersten Hitzeperioden schon stattgefunden haben, bei uns immer wieder gerne gekauft, immer wieder gerne bestellt, weil die Geräte einfach nur sensationell sind. Diese angenehm kühle Meeresbrise, die unsere Damen hier immer wieder gerne genießen, die wir natürlich auch genießen, die Sie vielleicht auch schon genossen haben in den letzten Jahren mit den Verdunstungsluftkühlern, mit den klassischen Verdunstungsluftkühlern. Die haben wir jetzt, speziell im letzten Jahr ist das Ganze entstanden, nochmal um ein weiteres Highlight ergänzen können, nämlich um dieses Peltier-Element. Peltier-Elemente kennt man auch aus anderen Kühltechniken, Kühlboxen und dergleichen, da wird es gerne eingesetzt. Hier macht es
solche Geräte natürlich noch mal um ein Vielfaches leistungsstärker. Deswegen sprechen wir immer gerne von der neuen Liga der Kühltechnik. Das jetzt hier das absolute Flaggschiff aus unserem Programm. Also der Verdunstungsluftkühler davor hatte ein Wasservolumen oder einen Behälter von 7 Liter. Hier haben wir jetzt schon, das ist übrigens das Blaue, der Wasserbehälter, 10 Liter. Also gerade wenn man jetzt größere Räume hat oder wenn man vielleicht nicht unbedingt jedes Mal nachfüllen möchte, ist der natürlich top. Sie haben es gesehen, wenn ich ihn ein- und ausschalte, auch hier sind die Lamellen wieder durch die Blende geschützt vor Staub, damit man den Staub dann nicht aufwirbelt, wenn man ihn einschaltet. Und auch hier wieder gleiches Prinzip, Verdunstungskälte, ein sehr natürliches Prinzip, plus das Peltier-Element, was dafür sorgt, dass das Wasser im Wassertank permanent um bis zu 8 Grad heruntergekühlt wird. Das heißt auch hier wieder ein Riesenwirkungsgrad. Plus der zusätzlichen Ionisationsfunktion, also Anionen werden hier angereichert. Mhm. Wir haben die Super-Taste für alle, wenn es mal ganz, ganz schnell gehen soll. Das ist der Turbo-Boost für die ganz heißen Tage. Richtig, genau. Ja. Also wenn es mal richtig heiß ist, ich glaube, das sieht man hier. Och, wenn mein Kleidchen jetzt hier gleich wedelt, sehen Sie, also da ist schon ordentlich Power dahinter. Na gut, ich mache es jetzt erstmal nicht. auch wieder ohne Abluftschlauch, was bedeutet, Sie können es auf dem Balkon aufstellen, Terrasse, Garten, egal wo. Ja, das macht man ja mit einer Klimaanlage nicht, das ist ja nicht erlaubt. Sie sehen, hier ist gar kein Abluftschlauch, lediglich eben der Wasserbehälter und hier das Kabel natürlich für die 230-Volt-Steckdose. Mehr muss man dazu nicht wissen. Da kommt ganz normales Leitungswasser hinein, kein Spezialwasser, kein besonderes Wasser, was man hier benötigt, sondern ganz normal Wasser aus der Leitung. Und auch hier ist natürlich wie beim Vorgängermodell auch eine Fernbedienung dabei, damit Sie alles auch vom Bett, vom Sofa aus bequem steuern können. Und ich kann Ihnen nur sagen, dieses Gerät ist Gold wert, weil gerade wenn es dann einmal so richtig heiß ist, dann auch schlafen und kochen. Ich finde ja immer, selbst das Nichtsmachen fällt einem da schwer, oder? Das sagst du genau das Richtige. Ein sensationelles Gerät. Machen Sie sich den Sommer ganz einfach erträglich. Und schauen Sie mal, Sie können natürlich alle unsere Verdunstungsluftkühler, ob mit oder ohne Peltier, zunächst einmal nur auf Ventilator stellen. Das heißt, schon mal eine kühle Brise erzeugen. Wenn es dann wirklich richtig heiß wird, haben Sie immer noch mal die Geheimwaffe in der Backhand, wie man so schön sagt. Das heißt, hier noch mal den Verdunstungsluftkühler zuschalten und jetzt hier auf einem Leistungsniveau, was absolut sensationell ist. Für größere Räume, auch mal für größere Entfernungen, sollten Sie bitte zugreifen. Auch von diesem Gerät werden wir in wenigen Tagen schon nur noch ganz, ganz wenige Modelle für Sie bereithalten können. Deswegen bitte, wenn Sie es haben, dann haben Sie es, bevor die Hitzewelle wieder hält. Wir haben Temperaturkapriolen gehabt im Death Valley. In den Vereinigten Staaten sind 54 Grad Celsius gemessen worden. Und auch uns steht die nächste Hitzekapriole bevor, wie der Fokus heute in einem brandaktuellen Artikel noch geschrieben hat. 3 Wochen schwitzen, was das Zeug hält. Darauf möchten Sie vorbereitet sein, auch kreislaufmäßig. Und ich denke, mit so einem Gerät werden Sie die nächste Hitzewelle und auch die kommenden Hitzewellen, Plural, die noch kommen werden, locker ertragen können. Port- und versandkostenfrei geliefert mit der NX 1534 und die 569. Keine 330 Euro für Ihre Wohltat zu Hause, wenn die Hitze kommt. Das war Platz Nummer 5, liebe Zuschauer. Und wir nähern uns langsam dem Treffchen, haben aber noch Platz Nummer 4 dazwischen. Hier kommt er. Wir haben es heute mit Kleintieren jeglicher Art. Es ist ja schön, wenn das Kleintier bellt oder andere Geräusche von sich gibt. Unangenehm ist es, wenn diese kleinen Tierchen mikroskopisch klein mitunter in ihrer Matratze, in ihrem Bettzeug, in ihren Autositzen eine neue Heimat gefunden haben. Vielleicht haben wir gleich die Chance, können Ihnen mal ein Foto von den kleinen Kameraden zeigen. Da vergeht es Ihnen. Also wenn Sie noch nicht gegessen haben, haben Sie danach den Appetit verloren. Milben, ein Thema. Schauen Sie sich das mal an. Also wenn ich mir überlege, dass die tatsächlich millionenfach, nicht zwei, drei, sondern millionenfach in ihrer Matratze hausen. Sie liegen jede Nacht drauf mit dem Gesicht, mit offenem Mund mitunter und wollen genüsslich schlafen. Im Kissen, in den Teppichen, in Autositzen, in Polstermöbeln, auf dem Sofa. Die kriegst du nicht wirklich weg, es sei denn, Sie haben eine Chance tatsächlich mit unserem Milbensauger diesen Kerlchen den Garaus zu machen. Der kann deutlich mehr. Gott, der kann deutlich mehr als ein klassischer Staubsauger. Aber, und da sollten Sie mal ernsthaft drüber nachdenken. Ja? Wie will man einen Teppich oder so einen riesen Sofa-Bezug oder zum Beispiel eine Matratze, wie willst du das waschen? Passt ja nicht in die Waschmaschine. Wir haben die Lösung, unser allzeit beliebter Milbensauger. Und wie das der Name schon sagt, der saugt die Milben auf. Prinzip ist ganz einfach, man schaltet ihn ein, so ein bisschen wie ein Staubsauger. Mhm. Und jetzt werden hier durch Vibration werden die Milben aufgeklopft und werden dann eingesaugt. Also das ist natürlich ein erster großer Vorteil, ne, weil das Ding würde ich ja niemals hier in die Waschmaschine packen können. Nee.
Noch ein zweites großes Highlight ist die UV-Lampe und die befindet sich hier. Und die sorgt dafür, dass auch Bakterien, Viren und Keime eliminiert werden. Das heißt, UVC-Licht, wissen Sie, haben Sie vielleicht schon mal darüber gelesen, ja, das tötet diese Keime und Bakterien. Und das ist wirklich ganz toll, gerade wenn du eh schon Allergiker bist. Es gibt ja viele Milbenallergiker, ne? Also nicht gegen die Milben ist man allergisch, sondern gegen den Kot der Milben. Ja. Und das ist wirklich eine unschöne Sache. Und ich bin froh, dass man diese Tiere nicht sieht. Die sind überall. Das hat auch nichts mit Hygiene zu tun. Die ernähren sich von unseren Hautschüppchen. Also das hat nichts mit Hygiene zu tun. Wir alle haben sie, aber wir müssen sie nicht so einfach bei uns wohnen lassen. Einfach Milbensauger einschalten, Ja. Hier ein paar Mal drüber fahren. Funktioniert übrigens auch wunderbar für ein Sofa. Ne, das Sofa kann man ja auch nicht irgendwie in die Waschmaschine stecken. Mhm. Und dann geht man hier ein paar Mal drüber. Und das Schöne ist, das sehen Sie hier, da ist dieser HEPA-Filter. Ne, den kann man dann, also man sieht auch hier schon, wie dieser feine Milbenstaub aufgesaugt worden ist. Die kann man unter warmem Wasser waschen. Das sehen Sie hier. So sieht er aus oben, wenn er voll ist mit Milben und Kot. Und unten ist er dann natürlich gereinigt. Also die Vorstellung ist eklig, aber ich bin echt froh, dass wir den Milbensauger haben, weil das ist ein unschönes Thema, aber wir alle haben sie zu Hause. Ne? Und so eine Matratze kaufst du dir ja auch nicht alle zwei Wochen neu. Kostet ja ein Heidengeld. Ja. Ja. Und deswegen bin ich froh, dass wir den jetzt wieder hier haben, den Milbensauger. Ja. Oder auch für Sofa, ne? Einfach so drüber gehen, übers Sofa, ne? Wenn Sie das zu Hause haben, einfach mal drüber saugen und dann ist es fertig. Einfach zwischendurch mal absaugen. Dann haben Sie nämlich dieses Problem mit diesen ansehnlichen netten Tierchen, die sich da in Ihren Polstermöbeln oder in Ihrer Matratze gemütlich machen, einfach nicht mehr. Ein absoluter Kracher bei uns im Hause Pöll TV. Immer wieder in den Top 10 der Haushaltsartikel zu finden, weil natürlich jeder das Problem hat. Auch Sie zu Hause haben das Problem mit Milben und das hat überhaupt nichts mit einem persönlichen Hygienestandard zu tun. Das ist eben nun mal einfach so. Das für 37,99 € endlich wieder lieferbar. Ihr Platz Nummer 4 mit der Bestellnummer NX7175 und die 569. Wir sind auf dem Treppchen angekommen. Hier kommt die Bronzemedaille. Hier kommt Platz Nummer 3. Den Milbensauger haben wir eben vorgestellt gegen die kleinen Tierchen in ihren Polstermöbeln. Jetzt wenden wir uns mal den Verschmutzungen zu, die normalerweise an anderer Stelle zu finden sind. Auf dem Teppich, auf dem Fußboden, überall dort lauern natürlich Keime und lauert vor allen Dingen auch der Schmutz. Kein Wunder, man läuft mit den Schuhen draußen über die Straße und anschließend läuft man durch seine Wohnung. Es bleibt eben nun mal nicht aus. Jetzt gibt es ein tolles Mittel dagegen, logischerweise einen Staubsauger, aber nicht irgendein Staubsauger. Der kann noch sehr viel mehr als klassisch nur den Staub aufsaugen, oder? Also erstmal fällt auf, dass der Staubsauger kein Kabel hat. Ja, es ist ein Akku. Betriebener Staubsauger, großartig. Was natürlich toll ist, wenn man auf mehreren Etagen wohnt, Treppen absaugen will. Ich habe den zu Hause, ich will ihn nie wieder missen. Ich habe ihn mir damals als Zweitgerät geholt, ist mittlerweile mein Hauptstaubsauger. So, jetzt ist das aber nicht nur irgendein Staubsauger, sondern unser leistungsstärkster Staubsauger, den wir im Sortiment haben, den ich jemals testen durfte. Ja. Man kann sich das so vorstellen, ein ganz normaler Staubsauger mit Kabel hat so zwischen 10 bis 15 Kilopascal. Der kleine Kerl hier, weil man denkt ja immer, akkubetriebene Geräte haben nicht die Power, doch, hat 20 Kilopascal. Das heißt, das Doppelte an Leistung, fast das Doppelte. Und das ist natürlich toll. Und dann noch in Kombination mit dieser rotierenden Bürste eine absolute Wuchtbrumme unter den Staubsaugern. Ich schalte die nochmal aus, damit Sie das sehen. Denn diese Bürste rotiert und nimmt somit auch lange Haare von den Tieren, von den Menschen auf, auch aus hochflorigen Teppichböden. Und das wäre meine nächste Frage gewesen. Da verheddert sich nichts, ne? Gar nicht, ganz im Gegenteil. Also die Teppichfasern, die werden richtig aufgestellt, die werden aufgefrischt, die sieht aus wie neu. Das ist natürlich schon mal ein Highlight. Der Staub wird dann hier aufgefangen im Permanentbehälter. Den entsorgen Sie dann ganz einfach über dem Mülleimer. Also Sie brauchen auch keine Staubsaugerbeutel mehr nachkaufen. Das ist natürlich auch ein Riesenvorteil. Sie kennen das früher, ja, da musste man immer Staubsaugerbeutel XYZ nachkaufen, hat die nirgendwo mehr bekommen, weil der Staubsauger schon alt war. Aufgegeben, den passenden zu finden. Aber ich habe noch eine Überraschung für Sie. Denn dieser Staubsauger, der saugt nicht nur, der wischt und poliert auch gleichzeitig noch Ihren Fußboden. Ja, Prinzip das gibt's ganz, doch gar nicht. Ja, das gibt's. Schauen Sie mal, jetzt mache ich hier diesen Teil ab, mit dem ich gerade meinen Boden gestaubsaugt habe und ersetze ihn durch diesen Aufsatz. Das ist unser Wischaufsatz. Da kommt jetzt hier ganz normales Leitungswasser rein, hier in diesen Wassertank, wird eingefüllt. Vielleicht noch mit ein bisschen Bodenwischwasser, ne? Das können Sie entscheiden, oder Bodenpolitur. Jetzt setze ich das hier auf. Mikrofasertücher, die Sie hier unten sehen, bekommen Sie selbstverständlich mit dazu. Und jetzt gehe ich mal zu
unserem Parkettboden, weil Teppich zu wischen bringt reichlich wenig. Jetzt pass auf. So, und jetzt habe ich hier diesen Wischer und die Poliermaschine. Das heißt, der arbeitet hier mit Rotation. Sehen Sie das? Also eine hochprofessionelle Poliermaschine kriegst du schon für 200 Euro. Und die ist jetzt hier schon mit dabei. Hier wird jetzt jedes Mal frisches Wasser ausgegeben. Das heißt, Sie müssen jetzt auch nicht jedes Mal das Wasser wechseln, wie man das ja beim normalen Wischen machen würde. Und er wiegt auch nur einen Bruchteil dessen als so ein schwerer Wischeimer. Ne? Ja. Der Wischeimer, den brauchen Sie ja nicht. Das ist ja hier praktisch Ihr Wischeimer. Und das ist so genial. Und damit wird der Boden wirklich sehr, sehr sauber. Also ich liebe dieses Gerät. Das kann ich nachvollziehen. Also wenn ich mir überlege, immer wenn ich Kehrwoche habe, so alle zwei Wochen muss ich immer mit dem Eimer und mit dem Aufnehmer bewaffnet ins Treppenhaus. Wenn ich da jedes Mal so ein, zwei Mal den Aufnehmer ausgewrungen habe, habe ich da eine braune Brühe drin. Die wollen Sie gar nicht näher kennenlernen. Das macht natürlich jetzt nicht wirklich Spaß, ist sie wirklich hygienisch. Also für mich persönlich ein absolutes Gräuel, aber es muss eben gemacht werden. Ein anderer macht es ja nicht. Ne? Das sind eben die Pflichten, die man hat. Hier haben Sie das Problem ganz einfach nicht. Kein Eimer mehr, kein Aufnehmer mehr, kein lästiges Wischen irgendwo und alle zwei Meter wieder irgendwo anders hinmarschieren. Und endlich die Leistung eines Bodensaugers, eines kabelgebundenen Gerätes bei einem kabellosen Gerät. Das ist ganz entscheidend. Sie haben beim Staubsauger keine Staubsaugerbeutel mehr, die man erstmal mühsam im Fachhandel suchen muss. Und glauben Sie mir, ich habe vor kurzem für meinen kleinen Staubsauger zu Hause nochmal einen Staubsaugerbeutel gesucht. Ich habe irgendwann entnervt aufgegeben. Sie sehen, was man alles damit machen kann. Als Bodensauger, schön groß mit dem Gelenk und so weiter, mal unter den Polstermöbeln. Jetzt hier zeigt sie Ihnen Anne nochmal beim Saugen von Polstermöbeln auch mal in die Ecken rein. Die ganzen Brötchenkrümel, die Chipskrübel und dergleichen. Also eine ganz, ganz tolle Angelegenheit, die wir jetzt hier haben. Ich habe übrigens, um die Frage zu beantworten, Frau Kollegin, ganz einfach mal den Staubsaugerbeutel rausgenommen und habe ihn, so wie man es häufig macht, wenn man keinen Beutel mehr zur Verfügung hat, angefangen rauszupillen. Ich weiß, ich bin ein Mann. Ich musste mir irgendwie helfen. Ja, und wissen Sie was? Ja, danke. Darum ging es mir doch. Ich finde den großartig, der wiegt ja gar nichts hier. Das ist natürlich ein kleines, kompaktes Gerät. Ist hier mal mit den Polsteraufsätzen mit drin, mit dem großen Aufsatz für die Böden. Super übrigens auch mal fürs Auto, da denke ich auch mal wieder ganz praktisch dran. Und der Wischaufsatz, das alles in einem, das ist natürlich großartig. Kein Schmutz mehr und richtig schön handlich. Und der Handstaubsauger hat die gleiche Leistung wie der Bodenstaubsauger. Das war ja früher verpönt, Handstaubsauger, der die gleiche Leistung. Also das 3-in-1-Gerät, cool. Auch wenn der 2-in-1 steht, das ist ein 3-in-1-Gerät, bekommen Sie für diesen Wahnsinnspreis. Ja, also da muss man wirklich ganz klar sagen, Hut ab vor Pearl TV, dass sowas möglich ist für 179,54 €. Knapp 180 Euro und so viel in einem Gerät habe ich für so einen günstigen Preis noch nie gesehen. Ich schwöre an dieser Stelle, ich werde nie wieder einen Staubsaugerbeutel mit irgendeinem Kugelschreiber oder mit einer langen Zange leerpopeln. Ja, die Erfahrung habe ich gemacht. Unser 3-in-1 Zyklon, Boden und Wischer. Ja, muss man ganz klar sagen, ist ein tolles Gerät. Platz Nummer 3, die NX 4855 und die 569 wäre hierfür die passende Bestellnummer. Lassen Sie sich dem bitte nicht entgehen. Ist eine kleine Sensation. Wir sind auf dem Silbermedaillenstatus. Wir sind bei Platz Nummer 2. Jetzt haben wir so viel ausgereinigt mit dem tollen 3-in-1 Sauger und Wischer. Jetzt wenden wir uns mal einer Thematik zu, die sicherlich keine wirklich Freude macht. Aber es bleibt eben nun mal nicht aus. Das Putzen von Fenstern. Hand hoch, wer putzt gerne Fenster? Es kommt aber leider keiner, auch klingeln und sagt, pass mal auf, bleib mal sitzen. Ja, mach's hier gemütlich, nimm dir einen Keks, ich mach das schon für dich. Das Kaltchen, was wir Ihnen jetzt zeigen, übernimmt diese unangenehme Aufgabe für Sie. Und zwar ohne Murren, ohne Gehaltserhöhung, ohne Urlaubsanspruch oder sonst irgendwas. Zuverlässig, wann Sie das möchten und vor allen Dingen, wann es notwendig ist. Ein fantastischer Fensterputzroboter der Firma Hobot. Oh ja, Fensterputzen ist nicht nur eine der beliebtesten Hausarbeiten, sondern auch eine der gefährlichsten, unbeliebtesten Hausarbeiten, sondern auch eine der gefährlichsten Hausarbeiten. Ja, du hast es schon erwähnt, es ist ein Markengerät aus dem Hause Hobot. Hobot steht für Home Robotics, das heißt, die entwickeln seit 10 Jahren innovative Haushaltsroboter. Ja. Und das hier ist aber ein ganz besonderer, der arbeitet nicht nur mit Unterdruck und dadurch können Sie ihn auf alle glatten Oberflächen aufsetzen, also nicht nur auf Fenster, sondern auch Fliesen und Spiegel. Der rotiert auch noch, der hat diese rotierenden Teller und somit ist das die Poliermaschine für die Fenster. Das ist die Sensation, das ist die Creme de la Creme, weil Polieren ist ja wirklich was ganz Besonderes. Schauen Sie mal, Hobot wird
jedes Jahr, Jahr für Jahr mit neuen Modellen ausgezeichnet. Und auch der wurde dieses Jahr ausgezeichnet mit dem Design Award. Ist natürlich ein tolles Design, keine Frage. Das ist ein Pokalesammler. Mhm. Ja. Zwei von diesen Gewinnern habe ich übrigens auch zu Hause. Ich liebe diese Fensterputzroboter. Auf jeden Fall hat er diese rotierenden Pads. Die Mikrofasertücher, die Sie hier sehen, die sind für Sie gratis mit dabei. 14 Stück an der Zahl. Und durch diese Rotation wird er hervorragend oder wird er sehr gerne von Kunden genutzt, wenn die Fensterscheiben sehr verschmutzt sind. Durch Vogelkot oder wenn man sehr ländlich lebt oder nahe an der Straße. Wunderbar. Denn der arbeitet nicht nur trocken, sondern auch gleichzeitig feucht. Der hat nämlich den eingebauten Wassertank. Die Reinigungsflüssigkeit, die bekommen Sie von uns ebenfalls mitgeschenkt. Das sind 250 Milliliter Originalgröße und Originalherstellerqualität. Ein Absturzsalz ist auch noch dabei. Fertig. Man schaltet ihn ein, hier mit diesen kleinen Knöpfchen, setzt ihn an die Scheibe, schon geht es los. Jetzt denken Sie sich, Moment, der will schon losarbeiten? Ja, ich weiß, wir haben jetzt hier kein Stromkabel, aber der hat einen eingebauten Notstromakku von 20 Minuten. Sprich, wenn mal Stromausfall ist und Sie im 14. Stock wohnen, dann fällt er nicht runter, sondern er haftet eben durch den Unterdruck weiterhin an Ihre Fensterscheibe. Also ich liebe diesen Fensterputzroboter, weil das ist wirklich ein zuverlässiger kleiner Helfer für die Fensterscheiben. Es ist modernste Technik, einfachste Bedienung. Den können Sie übrigens auch mithilfe einer kostenlosen App steuern über Ihr Handy. Ich persönlich, ich habe ein anderes Modell, auch von Hobart. Ich persönlich habe noch nie das Smartphone genutzt, weil es ist so einfach. Man drückt ein Knöpfchen, anschalten, fertig. Ne? Ja, alles andere macht das Gerät für Sie. Ich habe dich richtig verstanden. 14 Pads. Ja, 14 Pads. 14 von diesen Pads sind dabei. Und die sind immer wieder waschbar, ne? Die können Sie immer wieder benutzen in der Waschmaschine. Da kannst du eine ganze Menge Fenster mit sauber machen. Jetzt reden wir die ganze Zeit von Fenster. Was ist denn mit so einem Fliesenspiegel? Da sind doch Fugen dazwischen. Kein Macht er das? Problem. Der arbeitet ja mit Unterdruck und somit geht das eben auch bei Fliesen, bei Spiegelfronten, Kleiderschränke. Mir hat mal ein Kunde geschrieben, der nutzt den sogar für seinen Kühlschrank. Ja, da hat man ja manchmal so Edelstahlfronten. Auch das. Ach, die ist wie ein Fingertapsel drauf. Ja. Auch gar kein schön, Problem. Schön, aber fürchterlich zum Sauberhalten. Oder zum Beispiel ein Kleiderschrank, der hat ja diese riesen Spiegelfronten. Ne? Und die haben ja heutzutage, diese Schwebetürenschränke haben ja heutzutage keine Griffe mehr. Das heißt, jedes Mal, wenn du gegen diese Scheibe greifst, sieht das furchtbar aus. Es ist alles schick und modern, aber super unpraktisch. Es wird schnell dreckig oder so Klavierlackoptik. Ne? Ist ja auch sieht schön aus, aber auch sehr, sehr unpraktisch. Und für 249,99 € ist da alles dabei. Absturzseil, 14 Mikrofasertücher, Reinigungsflüssigkeit, natürlich die Fernbedienung ist dabei und der Gewinner in puncto Design. Also besser kann ein Fensterputzroboter nicht sein. Das ist genial. Also wenn ich mir überlege, wie viele Stunden meines Lebens ich mit irgendwelchen Wischlappen, mit irgendwelchen komischen Fensterledern oder Zeitungsresten oder irgendwelchen komischen Tüchern versucht habe, irgendwelche Scheiben auszureinigen, die hätte ich ganz gerne mal hinten dran, die Zeit. Ja. Ganz ehrlich, die Zeit verbringe ich doch ganz lieber mit dem, was mir richtig Freude bereitet. Von mir aus mit der Familie. Oder ich telefoniere mit einem guten Freund, mit einer guten Freundin, gehe ein Eis essen. Ja, oder leg mich ganz einfach mal eine halbe Stunde oder eine Stunde in die Sonne, während jemand anders meine Arbeit erledigt. Ist das nicht eine coole Angelegenheit? Großartig, was wir Ihnen anbieten, liebe Zuschauer. Und das für 249,99 €. Nie wieder Fenster putzen. Ist das eine Ansage? Ja? Schauen Sie sich diesen Preis mal an. Hier, das ist nämlich ein exklusiver Preis, den wir hier für Sie haben. Bei Pearl.de liegt der bei knapp 300 €. Das heißt 299,99 €. Das heißt, Sie sparen hier über 50 €. Nur weil Sie jetzt hier... den TV-Sonderpreis mitnehmen. Der gilt im Laufe dieser Stunde und maximal zwei Stunden danach. Er ist vorrätig, was selten genug vorkommt. Jetzt ist Ihre Chance da für knall keine 250 €. Das Heinzelmännchen mit dem Design Award zu bekommen. Den Fensterputzroboter mit der Bestellnummer NX6316 und die 569. Ich verrate Ihnen ein Geheimnis. Ich habe den Fensterputzroboter aus der allerersten Generation. Wir haben vor 6, 7 Jahren damit angefangen. Ich habe den immer noch und ich lasse den immer noch bei mir zu Hause die Fenster putzen. Der war schon super. Das jetzt hier nochmal eine konsequente Weiterentwicklung. Noch besser im Ergebnis, noch präziser und noch leiser und noch leistungsstärker. Greifen Sie da bitte auf jeden Fall zu. Platz Nummer 2 war der kleine Fensterputzroboter. So bezeichne ich ihn immer liebevoll. Wir haben aber noch ein richtiges Profigerät. Wenn Sie noch ein paar Euro mehr übrig haben, sollten Sie sich den auf jeden Fall mal anschauen. Der ist noch mal eine Spur besser, auch wenn es kaum vorstellbar ist. Hier ist Platz Nummer 1 für Sie. Für alle glatten Flächen, Fenster,
Wintergärten, Spiegelfronten, irgendwelche Fliesen, Spiegel im Wohnzimmer, in der Küche, im Badezimmer oder wo auch immer. Also der bettelt förmlich darum, endlich zum Einsatz zu kommen. Ein Wahnsinnsgerät, und der kommt auch richtig bis in die Ecken rein. Ne? Ja, ich würde jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass der besser ist als das andere Modell davor. Die sind anders. Der schwarze, der hatte die rotierenden Pads, also wenn sie wirklich sehr, sehr starke Verschmutzungen haben. Und der hier, das hast du richtig gesagt, ist eckig und dadurch kommt er natürlich sehr gut in die Ecken. Der poliert nicht, aber der ist ein hervorragender Putzer, kommt bis an die Kanten rein, reinigt perfekt. Der hat übrigens auch den Innovations Award 2019 erhalten für seine innovative, ausgeklügelte Technik. Denn auch der arbeitet hier wieder mit Unterdruck. Das heißt, er saugt sich fest und kann somit Dachschrägen putzen, Fensterscheiben, natürlich auch Terrassenscheiben, Wintergärten, Fliesen, Spiegel, alles eben, was glatt ist. Und auch der kommt aus dem Hause Hobart. Ich habe den mir ja im Sommer letzten Jahres gekauft und ich muss sagen, jeden zweiten, dritten Tag ist er bei mir auch im Einsatz. Mhm. Und dadurch hast du auch so diese gewisse Grundsauberkeit. Ne? Wenn man es machen lässt, macht man es häufiger, oder? Eben. Ja, eben. Genau, das ist das Schöne. Du setzt ihn an und gehst deine Wege. Du musst nicht die ganze Zeit gucken, macht er das jetzt auch richtig. Ne? Auch gerade mal so Eingangstüren, Terrassentüren, die eben auch sehr hoch sind. Da bei musst Frau dir Kosch zu Hause, wir schauen mal gerade. Da musst du dir normalerweise erst eine Leiter holen, ne? Und das ist hier gar nicht der Fall. Der kommt da hoch, der kommt runter, du musst nicht in die Knie gehen. Der sprüht auch automatisch diese Flüssigkeit. Der hat eine Sprühfunktion, jetzt, ne? Genau, der hat eine Sprühfunktion. Du musst jetzt aber nicht immer mit der Fernbedienung daneben stehen und sagen, sprüh jetzt, sondern das macht er in einem gewissen Intervall automatisch. Ja. Sprüh, los jetzt. Und das ist eben das Tolle. Also das sind sensationelle Reinigungsergebnisse. Ja. Ne? Ja. Und je öfter man das macht, desto besser werden auch die Reinigungsergebnisse. Ohne Schlieren, ohne Schmieren. Also es ist ein tolles Reinigungsergebnis. Diese Mikrofasertücher, die Sie hier sehen, 3 Stück davon bekommen Sie mit nach Hause. Mhm. Auch die packe ich dann immer so nach jeder Benutzung in die Waschmaschine. Ich habe ja 3 davon zu Hause. Ich habe dann auch noch ein paar nachbestellt. Also das ist wirklich feinste Mikrofaser, sorgt für beste Reinigungsergebnisse und dann auch noch in Kombination mit der Reinigungsflüssigkeit. Ja. Also besser habe ich es per Hand auch nicht hinbekommen. Ja, so nebelfeuchte Mikrofasertücher nehme ich immer ganz gerne für die Küche und so zum Polieren von Gläsern und dergleichen. Was Besseres gibt es ja nicht. Ne? Ja. Ja, die hat er jetzt hier tatsächlich schon mit dabei, 3 Stück plus Sprühfunktion, genial. Ja, und durch diese Sprühfunktion, das ist kein Überwässern, weil wenn Sie per Hand putzen, macht man die Scheibe nass. Dann geht man mit einer Gummiabziehlippe drüber und das Wasser sammelt sich dann in eine Fensterbank. Da muss man die Fensterbank ausräumen. Das brauchen Sie hier gar nicht. Das einfach einschalten, fertig. Ja, die Blumen lassen Sie in der Fensterbank stehen. Funktioniert übrigens auch hervorragend für zum Beispiel für glatte Flächen ohne Rahmen, zum Beispiel die Duschkabine oder mal so Eingangstüren ohne Rahmen. Ich nutze ihn auch super gerne für meine Fliesen im Badezimmer, Haarspray, in der Küche, wenn man gekocht hat. Also das ist ein Alleskönner, Hauptsache glatte Oberflächen. Und ich habe den, wie gesagt, jetzt schon seit einem Jahr und ich bin so froh, weil ich habe mich ja auch dafür entschieden, weil es ist ein Markengerät. Und gerade bei Technik greife ich immer ganz gerne zu Markengeräten zurück, weil da hat man einfach ein gutes und sicheres Gefühl. Ne? Da muss man ganz klar sagen, kommt wieder aus dem Hause Hobart und die wissen also wirklich, was sie tun. Ja. Einer der weltweit größten Anbieter für Home Robotics, also alles das, was irgendwie mit dem Thema Reinigen, mit dem Thema Hilfe ganz einfach im Haushalt zu tun hat, damit beschäftigen sie sich seit vielen, vielen Jahren. Und die Technik ist natürlich jetzt im 21. Jahrhundert angekommen. Das bedeutet, diese Geräte sind immer ausgereifter. Ich kann verstehen, dass vielleicht der ein oder andere, vielleicht gerade meine ältere Generation, meine ich nicht despektierlich, bitte verstehen Sie mich nicht falsch, aber gerade mal so die ältere Generation immer noch denkt, ja, ich habe da so meine Hausmittelchen, ich habe da so die geheime Zutat und so weiter, damit kriege ich die Fenster streifenfrei und all sowas. Lassen Sie das einmal einen solchen Roboter machen von der Firma Hobart. Ein einziges Mal. Und ich schwöre Ihnen, Sie sind davon überzeugt. Sie werden sagen, warum habe ich das nicht schon viel früher gemacht? Die sind absolut sensationell. Sie müssen kein Risiko mehr eingehen. Sie müssen nicht mehr auf irgendwelchen Leitern rumkrabbeln oder auf irgendwelchen wackeligen Stühlen. Das ist gefährlich. Ja, das ist ja im Haushalt schon immer wieder ein großes Thema. Wenn Sie draußen versuchen, irgendwo ein schräges Dachfenster oder was, oder diese komischen Dinger, die man so abkippen kann, auszureinigen, die sind mir schon unter das Kinn geknallt und. Da habe ich schon die wildesten Geschichten, die wildesten Kapriolen mitgemacht. Ist ein Wunder, dass ich mich da so nicht schon übler verletzt habe. Der eine oder andere wird wissen, wovon ich da spreche. Lassen Sie das mal, und den Tipp möchte ich Ihnen wirklich jetzt einfach nur mal von Mensch zu Mensch mit auf den Weg geben. Lassen Sie es einfach mal diese Maschine versuchen.
Sie werden begeistert sein. Es gibt mittlerweile Möglichkeiten im 21. Jahrhundert, wie solche Maschinen unsere Arbeit erledigen können. Und gerade die Fensterputzroboter, die haben wir zu Hunderten, um nicht zu sagen zu Tausenden schon verschicken dürfen. Die Rücklaufquote, die Rückgabequote liegt im kleineren einstelligen Prozentbereich. Unsere Kunden sind schlicht und ergreifend begeistert, sind zufrieden vom Ergebnis her und empfehlen uns gerne weiter. Sagen der Mensch auch mal nach Freunden, guck mal hier, da haben wir ein Haus, habe ich geguckt, ja, bei den Robotern, ja, der kostet ein paar Euro, weiß ich. Ja, aber bitte, probier den einfach mal aus, das ist sensationell. Wenn ich mir die so anschaue, die wohnen aber auch mal ganz schick, aber die Fensterfront, die willst du auch nicht über die putzen, ja? So, und er ist lieferbar, ist eine Seltenheit per se. Normalerweise ist der immer ausverkauft, ja. Fugen und dergleichen, Unebenheiten, all das überhaupt kein Thema. Und das alles für 332,49 €. Einmal ausgegeben, Sie werden jahrelang Ruhe haben und nie wieder irgendeinen Lappen bei einer glatten Fläche in die Hand nehmen. So zuverlässig arbeitet der. Wir haben auch noch Zubehör, die ganzen Pads und so weiter gibt es also auch noch im Zubehör. Wenn man alles das dabei. Ja? Drei Mikrofaserpads, Reinigungsflüssigkeit, Absturzseil, Fernbedienung, alles dabei. Ja. Probieren Sie es aus. Also Sie haben ein Go von meiner Kollegin Anne, Sie haben ein Go von mir. Lassen Sie moderne Technik ganz einfach mal zu Hause zu und Sie werden vom Ergebnis begeistert sein. Bestellen Sie bitte mit der NX 6057 und die 569, bevor andere schneller sind als Sie. Das war die Top 10 der Haushaltsartikel, der beliebtesten Haushaltshelfer hier bei Pearl TV. Egal ob Mücke, schlechte Gerüche, heißes Wetter oder schmutzige Fenster. Sie werden das in der Zukunft ganz einfach relaxter Hand haben. Danke fürs Zuschauen.